So, True Bowl kann ja auch nicht schaden. Dann hätte man eine Cure 2. So viel kostet der im Vergleich zu ein paar anderen Sachen nicht so viel Punkte. Dann sollte ich mal im... Ich wollte gerade was sagen, aber wie man gerade sehen konnte, wurden die Arme versiegelt. Wie auch gerade eine Fähigkeit anwenden wollte, die sich darauf bezieht. Das heißt, ich kann eigentlich mal eine Runde an der Frontkarte abkürzen. Und auch mit Tyra angreifen. Und ansonsten ist mein Feuermiss abgelaufen, aber da er sowieso gar keine Feuerzauber nutzen kann, kann ich da auch ein paar Runden frei nehmen. Wäre ja irgendwie blöde, wenn sonst nicht. Oder was weiß ich. Er wollte gerade schon wieder nichts machen, aber da bleibt nur die TP mit einer guten Person ausgehen. Gehe ich lieber einen etwas anderen Weg und mache ein paar normale Angriffe. Duelvo ist noch drauf, das heißt, ich könnte eigentlich mal für die Übergangszeit... Obwohl, nein. Denn scheinbar, wenn wir zu viele Buffs drauf haben, meint er uns, die spellen zu müssen. Und da will ich nicht kein großes Risiko eingehen. Kingfire kann er auch nicht verwenden, wenn er seine Arme versiegelt hat. Und das ist sein Gebietsschadenskill. Und das, insgesamt freut mich das doch sehr, dass er gerade einfach nichts tun kann, nur weil die Arme versiegelt sind. Das macht die Sache, einen Shadow Hunter, einen Dark Ranger dabei zu haben, logischerweise noch attraktiver für diesen Kampf. Und die Arme kommen gar nicht mehr frei, was ich äußerst genial finde. Das heißt, ich kann mir ein paar Runden. Ich kann ein paar Runden einen auf Leisure machen. Die Inferno konnte auch wieder nicht wirken. Und noch sind die Arme immer noch versiegelt. Das wird ja immer besser. So, und ab nächster Runde könnte man dann eventuell auch rausfinden, warum ich Climax gespielt habe. Oder Climax zu Deutsch. Denn, wie man den kennt man schon aus dem ersten Teil, er kann so gut wie tote Leute finishen. Und das klappt bei allen Feinden, auch bei Bossen. Und damit haben wir Helion gerade besiegt. Die letzten paar Punkte in einem Schlag. Ah, und eine Sharpclaw und Red Wings erhalten. Helion gefunden, Red Wings und Sharpclaw. Sehr schön. Die Items kann man sich kurz angucken. Red Wings. Groteske große Flügel, die durch Flammen umrundet werden. Und eine dünne, scharfe Dämonenklaue, die jede Beute zerschnibbeln können. Okay, damit werden wir durch die zweite Schicht endlich durch. Dritte Schicht, die gefrorenen Gründe, was weiß ich. Ach so, eine Falle von Eis und Schnee. So, sogar der Schrittsong wurde angepasst. Speichern wir erstmal, es könnte jederzeit irgendwas abstürzen. Ich bin da ein bisschen paranoid manchmal. Und ab zur Stadt zurück. Dort werde ich dann erstmal ins Inn gehen. Sicher ist sicher, man könnte uns ja in der Stadt ermeucheln. Speichern wir nochmal, ja, ich weiß, hätte ich mir eben auch sparen können. Und dann gehe ich zum Palast und dann gucken wir doch mal, was der zu sagen hat, der Gute. Ach, der sagt gerade irgendwas von der dritten Schicht. Blablabla, egal. Darum ging es gerade nicht. Ich wollte die Extinguish the Million Quest abgeben. Ach ja, ist doch schön, dass wir da auch endlich durch sind. Gute Arbeit. Ihr habt einen großartigen Anlass, den Dämon zu besiegen. Damit gehört ihr zu den Elite-Erforschern, die fähig genug waren, die dritte Schicht zu erreichen. Nicht viele aus Heilangard konnten sowas hier erreichen. Eure Selbstsicherheit passt zwar gerade, aber lasst euch davon nicht zu sehr mitnehmen. Und ja, als der Minister vom Grand Duchy gebe ich euch die Belohnung von 5000 Yen. Ihr habt euch diesmal selbst übertroffen. Ich möchte euren Triumph nur ungern unterbrechen, aber wird ihr eine Anfrage des alten Manns annehmen? Ich bin mir sicher, dass ihr euch wegen der Medizin des Dukes erinnert. Aber die Feuerblume war wohl nicht genug. Vor kurzem haben wir noch eine Zutat entdeckt, die benötigt wird, um das Leben des Dukes zu retten. Wärt ihr so freundlich und leiht uns eure Stärke für den Rest der Zutaten? Eine neue Mission ist verfügbar, gucken wir doch mal.
Snowbloom. Dann helft ihr also, vielen Dank. Ich werde keine Zeit verschwenden, die Sachen zu erklären. Eure nächste Aufgabe ist es, die Schneeblüte, die im 12. Stockwerk wächst, zu besorgen. Ich dachte, es wäre eine einfache Aufgabe und habe die Wachen losgeschickt. Aber nicht ein einziger davon ist mit einer Schneeblüte zurückgekehrt. Gilde Frau Pony, ich glaube, dass ihr die beste Hoffnung in dieser Angelegenheit seid. Geht zum 12. Stockwerk und arbeitet zusammen mit den Soldaten, um die Schneeblüte zu halten. Wir brauchen insgesamt 4 Blumen. Ich weiß, dass es viel ist, aber wir zählen auf euch. 4 Stück also sollte machbar sein. Dann verkaufen wir doch mal unsere Beute, die wir gekriegt haben. Red Wings für 1680. Für einen Melee Sword und 30.000 von einem Sharpclaw. Ich glaube, ich werde nicht mehr ganz richtig. Okay, eine Bomb-Axe ist damit verfügbar und ich habe ein schlimmes Gefühl dabei. Holy crap. Hätte ich jetzt einen Landsknecht und zufällig 300.000 N auf der Runde kann, dann würde ich darüber nachdenken, mir das Ding zu holen, aber naja. Dann noch den Melee Sword für meinen Medikus, Alchemisten und eventuell Troubadour, was aber eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Klingt gar nicht mal so schlecht, ich guck mal kurz. Damit steigt er auf 91 Angriffskraft an. Klingt gut, ein Feuertyp kann ja in der Eisetage auch hilfreich sein. Geld habe ich eh gerade ein bisschen mehr als sonst. Ach, man kann pro Red Wing nur einen davon herstellen, alles klar. Das ergibt natürlich Sinn. Dann verkaufe ich nochmal schnell die Code, oder? Ach, ich überlege mal. Ach, das Ding wollte ich verkaufen. Ach, und damit würde ich sagen, sind wir auch fertig für heute. Zweite Schicht fertig und wir haben sogar einen Rare Drop erhalten vom Boss. Das ist doch mal eine schöne Sache, wie ich finde. Und... Dann würde ich sagen, sieht man dich das nächste Mal, wenn wir die dritte Schicht erkunden. Und das kann was werden, das habe ich so ein Gefühl. Naja, bis zum nächsten Mal.